Als Student der Informatik kennt man Zahlensysteme, neben dem Zehnersystem natürlich das Zweiersystem, Binärsystem, das Achter-, Oktal- und das Sechzehner-, das Hexadezimalsystem. Eine interessante, spannende Frage ist, was ist überhaupt das Einersystem, was ist damit los? Nochmal zur Erinnerung, wenn wir im Zehnersystem eine Zahl haben, sagen wir 753 im Zehnersystem, das wird hier notiert, dann ist das hier, gleich wenn wir das umrechnen wollen, sozusagen, das ist das Alphabet, was wir haben, also die erlaubten Zahlen, die vorkommen dürfen. Das wäre das Alphabet. Das ist die Menge der Digits, die wir haben. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das sind in Summe 10 Stück. Die sind beliebig, diese Symbole. Wir müssen ihnen nur eine Wertigkeit geben. Da orientieren wir uns natürlich an unserem vertrauten Zahlensystem, die Wertigkeit 0 und die Wertigkeit 9. Also es gibt eine Ordnung. Und dann haben wir die Basis, also die Wertigkeit, dreimal die Basis unseres Zahlensystems, hier 10, das ist die Nullerstelle, plus 5 mal 10 hoch 1 und 7 mal 10 hoch 2. Das wird alles aufaddiert. Das ist natürlich 100, das ist 7 mal 100 plus 5 mal 10 plus 3 mal 10 hoch 0 ist immer 1. Also das hier ist 1. Das ist die 753. Wenn wir im Binärsystem etwas haben, wie zum Beispiel die 1, 0, 1 im Zweiersystem, dann entspricht dem das Alphabet, enthält nur die Zeichen 0 und 1, hier wieder die Wertigkeit. Das im Stellensystem, dann haben wir die Basis 2 hoch 0, hier ist 2 hoch 1, 2 hoch 2, das wird alles addiert. Und hier haben wir jetzt 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus, oh, ich habe mich hier vertan, 1 mal 2 hoch 0. 2 hoch 0, daran denken, das ist wieder 1. 1 mal 2 hoch 0, also 1 mal 1 ist 1, plus 0 mal, ergibt immer 0, 1 mal 2 hoch 2, 4. Da kommt also in Summe 5 raus, wenn wir das ins Dezimalsystem umrechnen. So, jetzt die interessante Frage, was ist los, wenn wir ins Einersystem gehen? Dann besteht unser Alphabet nur noch aus einem Zeichen. Konsequenterweise sollten wir jetzt die 0 nehmen, prinzipiell auch wieder egal. Und wenn wir jetzt eine Zahl hinschreiben im Einersystem mit der 0, zum Beispiel könnten wir diese Zahl hier hinschreiben, im Einersystem. Was wäre das? Gleiches Prinzip wieder angewendet. Unsere Basis ist jetzt das Einersystem. 1 hoch 0, 1 hoch 1, 1 hoch 2 und so weiter. Jetzt haben wir aber überall hier eine 0 stehen. Also das heißt, das ist 0 mal 1 hoch 2 plus 0 mal 1 hoch 1 plus 0 mal 1 hoch 0. Weil natürlich hier überall Nullen stehen, kommt da was immer raus? 0 als Ergebnis. Also diese Zahl im Einersystem ergibt immer 0. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage dabei. Was ist hier eigentlich los? Ist das nicht ein Unterschied? Das 0 im Einersystem soll 0 ergeben. 0, 0 im Einersystem soll 0 ergeben. Und zum Beispiel auch 0, 0, 0 im Einersystem soll 0 ergeben. Da ist doch was faul. Ich kann das doch abzählen. Da ist doch ein Unterschied. Eine 0, 2 0, 3 0. Ist das hier nicht sowas wie eine 1, eine 2, eine 3? Nein, aufgepasst. Etwas ganz Entscheidendes im Umgang mit Zahlensystemen ist das Verständnis, dass wir ein lineares Modell haben. Wir haben so eine Art lineares Raummodell. Das hier sind die Stellen, die sozusagen die Platzposition, wo ein Digit steht. Hier ist das genauso. So, und was wird hier nach vorne aufgefüllt? Wir haben ja im Grunde ein beliebiges Speichermodell, also beliebig lange, nach in die Unendlichkeit gehendes Zellenraum, linearen Zahlenraum oder Stellenraum für die Digits, die Zeichen in diesem System. Da wird gedanklich immer eine 0 vorangestellt. Also die minderwertigste Ziffer, die wir haben, die wird nach vorne gestellt, sodass wir immer hier 0 mal, in dem Fall natürlich 10 hoch 3, 10 hoch 4 und so weiter haben. Das hat keinen Einfluss auf die Zahl. Hier ist das genauso, überall die Nullen davor.
Ja, und hier im Einer-System mit der 0 als einzigem Zeichen ist das entsprechend. Wir haben hier überall leere Stellen. Überall kommt eine 0 gedanklich rein. Also es gibt gar keinen Unterschied zwischen diesen Zahlen. Beliebig viele Nullen, das ist alles 0. Was wir haben wir gelernt? Im Einer-System haben wir ein Symbol, die 0, die entsprechend auch die Wertigkeit 0 hat. Und egal, welche Zahl wir damit hinschreiben, das ist einfach nur, wie viele Stellen wir dafür angeben möchten. Das Ergebnis ist immer 0 im Einer-System. Interessante Frage ist, wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich mit dem Nuller-System? Was ist da das Ergebnis?